Ja, Wolfgang, als Bundestagsabgeordneter darf ich dich heute recht herzlich und gern begrüßen. Wir sind hier in der Ecke, weil ich dich auf eine Thematik aufmerksam machen möchte, dass wir teilweise freie Wohnungen haben, auf der anderen Seite aber Leute, die in der finanztechnischen Situation nicht so gut bestückt sind, keine Wohnungen bekommen. Wir haben also Wohnungsnot, wir haben den sozialen Wohnungsbau, wir haben Mittel, auch Bundesmittel, die eingesetzt werden, und wir haben den Eindruck, es ist nicht lukrativ genug, in diesem Bereich zu investieren, sodass wir keine Möglichkeit haben, für die Leute bezahlbaren Wohnraum hier zu schaffen. Wie können wir das System verbessern letztendlich? Ja, also erstmal, wenn man sich so hier umschaut, es fällt einem ja etwas auf. Viel schöne Farbe, viel Weiß, aber viel Leerstand. Die erste Frage wäre für mich, eine Kommune kann ja auch belegen, wenn sie Leerstand sieht und hat entsprechenden Bedarf, ist durchaus die Frage berechtigt, ob man denn solche leerstehenden Wohnungen, die dauerhaft leer stehen, über die Kommune nicht auch heranziehen kann, ja, zur Lösung eines Problems. Das machen die Kommunen natürlich und versuchen das auch, aber es sind ja nicht nur Sozialwohnungen. Wir haben einfach zu wenig bezahlbaren Wohnraum, der auch attraktiv ist, der bestimmte Größenordnungen mit verbinden kann, wo Großfamilien, Einzelpersonen reinziehen können. Und das ist das Problem. Und wir haben gerade in unserem Wahllokal immer wieder Personen, die ankommen, die uns fragen, die versuchen, an Wohnungen ranzubekommen, gerade auch, wenn sie einen Migrationshintergrund haben und keine adäquaten Wohnungen bekommen. Also der eine Ansatzpunkt ist natürlich, über das Thema Mietendeckel, die Erhöhung nach oben zu begrenzen. Der zweite Ansatzpunkt ist, über die Fördermittel, die wir auf der Bundesebene, KfW oder andere zur Verfügung stehen, natürlich in den sozialen Wohnungsbau hineinzustecken. Aber ich weiß auch, dass für viele Unternehmen, Wohnungsunternehmen, bei den Zinssätzen und, es überhaupt kein wenig lukrativ ist, sich auf sozialen Wohnungsbau einzulassen, weil Geld wird verdient mit anderen Bereichen. Ja. Nämlich da, wo es immer noch über die Luxussanierung geht und immer noch über den Verkauf oder die Umwandlung in Wohneigentum, um dadurch Geld zu generieren. Und die Kommunen bleiben dann auf den Lagen liegen, die auch an der Stelle nicht lukrativ sind. Ja. Also ein Ansatz, ich finde das gut, dass die SPD im Kreis Soest den Vorschlag macht, eine Wohnungsbaugenossenschaft ins Leben zu rufen, weil ich glaube, es wird auf Dauer das Problem nur in den Griff zu kriegen sein, wenn die öffentliche Hand selber wieder in den Wohnungsbau einsteigt. Ja. Wir unterstützen das durchaus auch als regionale SPD, weil wir denken, es ist für eine Kommune teilweise zu klein, das selber zu machen, eine eigene Wohnungsgenossenschaft oder Gesellschaft zu gründen. Aber für den Kreis federführend in dem Bereich ist ein guter Ansatz, um diese Mittel zu kanalisieren und mit öffentlichen Mitteln versuchen, Wohnraum zu schaffen. Denn der Wohnraum, den wir im sozialen Wohnraum, also diese Wohnungen, die wir im sozialen Wohnraum haben, die werden Jahr zu Jahr werden die weniger, weil die aus der Bindung rausfallen und dann anders verwertet werden. Und somit ist der Person Kreis immer eingeschränkter in diesem Bereich, das zu machen. Und wir müssen auch gerade als SPD an diese Bevölkerungsgruppen denken und wollen uns dafür auch einsetzen. Ja, aber wir wissen ja auch, dass Bauland ist knapp und Flächenumwandlung immer mehr in ausufernde Städte ist auch schwierig. Das ist das, also mal die Ideen, die der Hans-Jochen Vogel ja schon immer, auch als ehemaliger Münchner Oberbürgermeister und dann SPD-Parteivorsitzender und Fraktionsvorsitzender gehabt hat, sich an die Besteuerung der Wertsteigerung des Baulandes ranzumachen. Schon oder überhaupt der Grundstücke, die aufgrund von Planung der Kommunen auf einmal gewaltig an Wert gewinnen und das dann entsprechend auch abzuschöpfen, ist das ja ein Gedanke, wenn es um neues Baulandausweisung geht, ja angehen muss. Das ist auch oder eine Idee, die wir als SPD hier verfolgen, natürlich. Ja. Das ist auch eine Idee, die wir als SPD hier verfolgen. Wir haben das letztendlich gemacht bei einem Areal, was wir als Bauland ausgewiesen haben, als Kommune, und es selber dann auch in die Vermarktung geben, weil wir dann die Preise für uns klären können und nicht einen Dritten in Bezug haben, der daran partizipiert. Und man kann auf die soziale Zusammensetzung Einfluss nehmen. Wir haben den Bedarf und wir wollen ja auch Stadtquartiere, Wohnquartiere haben, die jetzt nicht nur alt und nur jung sind und nur so oder nur so, sondern wo wir eine entsprechende, auch sozial und altersmäßige Durchmischung von Wohngebieten haben wollen. Ja.
auch vor dem Hintergrund, ich sag mal, von Projekten des generationenübergreifenden Wohnens, die man dann, sag mal, auch da reinsetzen kann, weil die ja auch nur realisiert werden können bei Neubau. Ich denke, das werden wir versuchen auch anzugehen als Thema. Gerade generationenübergreifendes Wohnen ist ein Thema, was wir hier viel zu wenig verfolgt haben bis dato. Ja, da habt ihr noch viel vor euch. Also, sag mal. Ja, wir wollen ja auch was tun. Ich wollte es gerne sagen. Die, die entsprechenden Mehrheiten, darum kämpfen wir im Moment eben alle gemeinsam. Und wenn wir sie haben, werden wir das auch umsetzen.